Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays GTA 5 hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir starten jetzt. Ja, Franklin hat jetzt eine neue Wohnung in Vinewood Hills. Müssen wir gleich mal dahin fahren. Statt da, wo ich jetzt gerade hin wollte. Karte. Wo ist denn Unterschlupf? Unterschlupf, Unterschlupf. Wahrscheinlich unter... Da. Fahren wir mal dahin. Und dann gucken wir mal, was die Aktien machen. Fahren wir mal die Musik. Gucken wir mal, was die Aktien schon aktuell machen. Oh, 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 die gehen schon hoch. Und wir haben schon fast 400.000 Gewinn. Mal sehen, wie weit hoch die gehen. Ich weiß leider gerade gar nicht, wie hoch die gehen. Ja, leider ein bisschen dumm gelaufen, der Hotelmord. War aber jetzt mal wieder meine Schuld. Katze, geh da weg, ich sehe nix. Bin doch froh, dass deine Krallen dich ausfährst mit dem Plasma-Fernseher zerkratzt. Was, da stand ein Auto? Hab ich gar nicht gesehen. Der war so von der Farbe her an die Straße angepasst, dass ich den gerade nicht gesehen habe. So getarnt. Die Häuser, die Straße, alles im gleichen beigen Farbton und steht ein beiges Auto. Ah, und der biegt natürlich jetzt ab. Da wollte ich schön zwischendurch. Guck, wir haben keine Motorhaube mehr. War ich aufgefallen. Dann waren wir weggeflogen. Gut, sein altes Haus war natürlich ein bisschen zentraler. Kam man eigentlich ein bisschen besser hin. Aber dafür steht hier oben die geilere Kran. Hallo, ich bin der neue Nachbar. Haben Sie keine Angst, ich bin Schwarz. Das ist Franklins neuer Unterschlupf. Hier kannst du Fahrzeuge speichern, indem du sie in der Garage parkst. Supi. Ja, nette Bude. Noch ein paar Umzugskisten. Ja, nice. Schöne Aussicht. Ja, gefällt mir. Würde ich auch nehmen. Ich habe jetzt gerade noch voll das Bild von meinem Online-Apartment im Kopf, deswegen muss ich mir das mal jetzt erstmal hier angucken. Gibt es auch über zwei Etagen. Das mir unten werden dann so die privaten Räume sein. Was haben wir hier vorne? Eine Tür, wo wir nicht durch können. Was haben wir hier? Ah, oh, schöne Badewanne. Uiuiui, geil. Hey, im Schlafzimmer? So dürfte der Kleiderschrank sein, wo wir nicht rein dürfen. Super. Oh, nehmen wir den Kleiderschrank. Outfits. Das ist doch mal. Ah, da sind ein paar neue Sachen dazugekommen hier.
Ja. Ist auch geil, die Badewanne mitten im Schlafzimmer. Hat was. Aber raus kann man da nicht, ne? Gut, das ist das Schlafzimmer. Was haben wir hier hinten? Hier haben wir wieder eine geschlossene Tür. Mal da, da haben wir auch eine geschlossene Tür. Okay. Tja, jetzt bist du runtergefallen, gell? Das hast du jetzt davon. Jetzt geh nicht wieder hoch, Katze. So, merkt mein Portfolio, wie steht das nicht? Da stand. Oh Gott, wir haben schon, ja, 100.000 Gewinn. Das geht aber noch besser. Legen uns mal hin und schlafen mal runter. Dann schauen wir mal nach, wie der Stand ist, dann legen wir uns noch mal hin. Schön mit Käppi und Sonnenbrille geschlafen und Handschuhen. So, gucken wir jetzt nochmal nach. Fünfhunderttausend. Dann legen wir uns nochmal hin. Stiefeln im Bett. So, guck mal jetzt noch mal. Das wird nicht mehr, oder? Mit ein paar Millionen jetzt raus. Das sind ja gerade dann mal etwas über 1 Million mit meinem Einsatz. 600.000. Achso, nicht speichern. Sollen wir ja. Ich dachte, da kommen so 30, 40 Millionen raus beim ersten Mal. So lange her, dass ich das letzte Mal gemacht habe. So, dann gucken wir jetzt mal nach. Natürlich doof, finde ich. Ne, da tut sich nichts mehr. Da tut sich gar nichts mehr. Dann gucken wir jetzt nochmal, ansonsten lassen wir das dann. Ja, tut sich gar nichts mehr. Jo, 1,414, knapp verdoppelt. Gut, dann verkaufen wir bei den anderen. Schauen, wo Trevor sich jetzt wieder rumtreibt. Alter Gosse. Hey, by the way, I left the turd in the pool.
Code Brown. Okay. Er hat jetzt 321. Na gut, er hatte vorher nicht so viel. Gut, dann verkaufen wir mal noch von Michael. Und dann machen wir weiter mit Franklin. Michael hat ja wohl, glaube ich, im Meister, hatte 670.000. Müsste jetzt so 201,2 Millionen haben. Wo bist du denn? Er sitzt immer noch auf der Bank rum. Immer wenn ich zu dem gehe, sitzt er auf irgendeiner Bank rum. Was für ein Penner. Sucht dir ein Leben. Meisten Blitz. Peter. Fabian. Kann ich mal gucken nach mehr Gewässer, das ist ja interessant gewesen. Ach, verdammt, wir hätten mal vorher vielleicht die anderen 100.000 da auch noch verkaufen sollen. 1,2 und das mit einschlagen sollen. Das ist ja doof gewesen. So, Meriwether. Nee, das ist nicht, ups, nicht auf dem Markt. Meriwether. Hey, das ist ja gefallen. Wie geht das denn? Okay. Ja, 1,2 Millionen haben wir gemacht. Ja, 606, höher wird's wohl nicht. Gut. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Aber es ist ja nicht mehr gestiegen. Dann auf zu Franklin. Franklin hat 4 Missionen. Eine kriegen wir bestimmt jetzt noch die Folge hin. Chillt wahrscheinlich in seinem neuen Apartment. In seinem neuen Haus. Jawohl, sag ich doch. Kommt Chop, da oben ist Chop. Wo ging's denn hier raus? Ich glaube, da ging's raus, oder? Jawohl. Gut. Mission. Attentate, das ist nicht mehr aktuell. Das heißt, das ist zwar noch aktuell, aber das machen wir erst, wenn wir mit der Hauptmission durch sind, wenn wir ganz viel Geld verdient haben. Dann machen wir die anderen Attentatsmissionen. Hey! Oh Leute, fahrt doch einfach mal.
get latity. Plus I keep that cannon on me, I don't mean that 70. So from this day forward, I'm putting on my unborn daughter. I'm strip club security, no one is working harder. Deine Tante weinen, du kommst nicht mehr nach Hause. Ich habe mich ein wenig umgehört draußen, dass du nicht mehr nach Hause gekommen bist. Dein Zuhause ist, du wohnst jetzt weinen, dass du nicht hingehörst. Junge, eine Verabschiedung wäre nett gewesen. Ich hätte Bescheid, dass ich war in der Wüste und habe da eine zu rennen auf der Becken gewesen. Ich bin da unten schon so lange schwach, dass es reicht. Jetzt bin ich, oh Gott. Die alte nervt mich so dermaßen. Gut, dass wir da raus sind. Ich mag Menschen nicht, die einen immer so schlecht machen. Ist nichts wert, bla bla bla. Ja, mal schauen, vielleicht machen wir heute auch eine längere Aufnahmesession. Ein bisschen mehr. GTA, hab ich echt Bock drauf heute. Weil ich gestern irgendwie, glaube ich, 16 Stunden Far Cry gespielt habe. Weil ich einfach Bock drauf hatte auf das Spiel. So krass. Manchmal habe ich überhaupt keine Lust zu spielen und dann nehme ich ein Spiel und spiele das echt stundenlang. Ich hätte eigentlich noch mehr gespielt, wenn ich nicht echt hundemüde gewesen wäre. Irgendwann heute Morgen. Ich glaube um 10 bin ich ins Bett. Ach, ist das schön, wenn man frei hat. Weg. Das ist ja komisch, das war vorhin schon mal kurz, da wollte ich da hinfahren, dann war ich dort, dann war die Mission weg. Ich verstehe es nicht. Das ist bestimmt diese Rennmission, die nur da ist nachts, wenn man da nachts hinfährt. Gut, aber was anderes haben wir für ihn nicht. Na gut, dann müssen wir ganz ehrlich, dann müssen wir mit Michael zu diesem Büro, Federal Büro Mission machen, weil die dann auch zu anderen Missionen für die anderen führt. Ich vielleicht noch eine Erinnerung habe. Das ist bestimmt so eine, kann man bestimmt nur nachts, das ist jetzt schon wieder auf der Bank, okay, in den Arsch. Die kann bestimmt nur nachts fahren, das war bestimmt dieses Autorennen, oder? Wir hätten sein Auto da so geparkt. Wow, what a man. Da wollen wir hin. Machen wir da einen Wegpunkt hin. Auf zum. Ah! Weg! Ein bisschen schneller und aus der Einfahrt rausfahren, Junge.
nächste links. Komm. Frage. Nach oben oder nach unten? Ist egal, ich glaube nach oben. Egal, wie wir es machen werden, es wird falsch sein. Ich weiß es jetzt schon. Ich weiß es jetzt schon. Über richtig. Oh Gott. Gut. Aber wir machen jetzt hier eine Pause, weil 20 Minuten sind wieder um. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch mal einen Daumen nach oben. Wenn nicht, sehen wir uns nächste Folge wieder. Wenn es heißt Let's Play GTA 5 mit dem Sascha. Bis morgen. Ciao.